Ja, hallo, hier sind wir wieder bei einer neuen Folge. Heute mit Lars Herzig, den Kopf, das Hirn, the brain, der Vollstrecker von Paint Extreme und auch der Gründer von den X-Days. Nein, diesen, ja, also wir als Firma schon, aber den Credit muss ich dem Sven Schmelzeisen geben, ehemaliger Mitarbeiter von mir, der heute Vertriebsleiter da in Deutschland ist. Ihr seht, bei Paint Extreme fangen große Karrieren an. Der kam damals vor jetzt genau 8 Jahren zu mir ins Büro und meinte, Lars, wir müssen irgendwas ganz anderes machen wie alle anderen. Lass uns eine Paintball-Messe aufziehen. Ja, cool. Also wie gesagt, erstmal Dankeschön, dass du uns eingeladen hast. Bitte, gerne. Wir sind auch sehr, sehr gerne gekommen. Meine Frage, warum X-Days? Genau das habe ich in Sven damals gefragt. Weil es in jeder Branche, in jedem Sport eine Messe gibt, eine Messe geben sollte, ein Treffpunkt für die Leute, die damit handeln, die Leute, die damit ihr Geld verdienen, aber auch die Sportler, die Teilnehmer, dass die einmal im Jahr sehen können, was gibt's Neues und letztendlich auch ihre Kumpels treffen können. Wir wollten was kreieren, wo nicht das eigentliche Spielen im Vordergrund steht, weil viele von uns treffen sich ja immer wieder bei diversen Turnieren, Events, was immer, sondern wo die Szene im Vordergrund steht. Die Produkte auf der einen Seite, aber auch die Spieler. Und ich denke, es ist uns gelungen. Die Leute kommen hierher, schauen sich die neuen Produkte an und haben dann Spaß mit Menschen, die sie sonst vielleicht nur auf dem Feld gegen sich haben. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, weil gerade wenn man hier über die Messe geht, man sieht auch, dass sich, keine Ahnung, Leute aus anderen Teams, die sich sonst bei diversen Veranstaltungen liegen, Matches gegenüberstehen, die dann nebeneinander stehen, keine Ahnung, Glühwein am Trinken sind, Kaffee am Trinken sind und dann nett über, was weiß ich, Gott und die Welt am Quatschen sind halt. Ne? Ja. Also das macht, denke ich mal, auch viel eine Messe aus und ich denke mal, da ist oder trägt die X-Days halt auch dann dazu bei, halt dann für die Szene und für ein Zusammentreffen halt dann da zu sein. Genau. Unsere Szene ist so klein, Paintball ist viel kleiner, als die meisten denken. Da ist es umso wichtiger, dass man sich mindestens einmal im Jahr trifft und einfach mal austauscht. Wie lange braucht ihr denn so, um, ich sag mal so, jetzt so ein X-Day-Event zu planen, die Vorbereitungszeit, die Vorlaufzeit? Naja, die X-Days-Planung fängt dann an, X-Days 2013-Planung fängt an, wenn die X-Days 2012 vorbei sind. Unsere Partner, unsere Gäste, Leute wie ihr, schicken uns Feedback, geben uns Feedback und dann geht es eigentlich schon los. Jetzt nach 8 Jahren hat man natürlich gewisse Dinge in der Schublade, aber wir versuchen uns immer wieder selber an den Ohren zu ziehen und zu sagen, hey, immer wieder mal was Neues versuchen, nicht eingefahrene Wege weitergehen. Und dann natürlich traditionell, da kommt gerade der Waldemar Schmidt, meine rechte Hand, Vertriebsleiter Deutschland bei der Firma Paint Extreme. Wir setzen uns im Prinzip so im September zusammen und gehen an die Detailplanung, reden mit den Gästen, mit den potenziellen Gästen, mit den Partnern etc. Und dann ist es so, dass wir eine Woche vor den X-Days im Prinzip mit dem Aufbau beginnen. Also jetzt konkret diese Woche haben wir am Montag angefangen, unseren eigenen Gerempel einzuladen und dann alle anderen kommen so Dienstag, Mittwoch, wir bauen auf. Das Ganze dauert 2-3 Tage. Manche waren noch Freitagnacht um 2 Uhr oder um 1 Uhr beschäftigt mit Aufbau. Ihr habt es gesehen. Damit Samstagmorgen eben die Tür aufgeht und die Show perfekt aussieht. Ja, klasse. Jetzt sehe ich hier gerade, hier ist so ein netter El Diablo Wackelkopf ja. Mit Krönchen. Was hat es damit auf sich? Naja gut, hast du ja gesehen, die Anja Huber, mir gerade auf den Tisch gestellt. Anja Huber ist meine Vertriebsleiterin Europa. Das ist ist unser Glücksbringer. Ist der Glücksbringer der Firma Paint Extreme und ist seit nun mal 12 Jahren auf jedem Event dabei. Also wir sind extrem abergläubisch und wenn dieser Kerl nicht dabei ist, dann wissen wir, geht das Event schief. Aber wir haben noch nie ein Event gehabt, was schief ging, weil einmal haben wir ihn vergessen zu Hause und dann wurde eben 200 Kilometer zurückgefahren, um ihn zu holen. Da, also wir, ich insbesondere
Ich bin ein sehr abergläubischer Mensch und wenn es um ihn geht, verstehe ich keinen Spaß. Wie viele wissen, gab es ja mal eine Vorgängerfirma, der Firma Pendixtreme, das war die Firma To Die For Sports. Wir haben damals mit El Diablo oder Diablo Paint gehandelt. Ja. Der Maiwi und ich fanden den Typ dann damals in einem Supermarkt in den USA, haben den gekauft. Die Krone kam später dazu und ja, seitdem verfolgt er mich. Also sowas wie der heilige Gral von Pendixtreme. Viel mehr. Viel schlimmer. Okay. Gut. Auf was dürfen wir uns denn beim nächsten Mal, also kann man da schon irgendwie sowas drauf vorbereiten oder was wird als nächstes kommen? Ihr macht ja auch noch andere Sachen. Reden wir von X-Days 2013 oder von ja, was reden oder was sonst noch kommen wird? Also wenn wir von X-Days 2013 reden, ist grundsätzlich der Plan immer, seit nun 2 Jahren, 3 Jahren in eine größere Halle umzuziehen. Das stellt man sich leichter vor, als es ist. Denn entweder sind die Hallen unbezahlbar oder sie wollen keine Paintball-Ausstellung oder. Wir wollen auch im Rhein-Main-Gebiet bleiben. Aus 2 Gründen. A, ist das Rhein-Main-Gebiet nun mal zentral und damit für jeden leicht zu erreichen. Und B, wir als Organisatoren sitzen nun mal hier und ich habe einmal den Fehler gemacht, die X-Days nach Berlin zu verlegen, weil ich gedacht habe, das sei eine tolle Idee, in der Hauptstadt das Ganze zu machen. Es funktioniert nicht. Also X-Days bleibt der Heimat treu. X-Days wird es, solange ich Geschäftsführer der Firma Pendixtreme bin, immer im Rhein-Main-Gebiet stattfinden oder annähernd im Speckgürtel, wie okay. auch immer. Eine sagen wir mal, Extended Version vom Rhein-Main-Gebiet. Irgendwas, was ich oder wir mit dem Auto innerhalb einer Stunde erreichen können. Ich bin auch sehr dankbar, wenn jemand eine große, tolle Halle findet, die finanzierbar ist, die erkennt kein Spielfeld, keine Indoor-Halle. Wir reden von der Veranstaltungshalle. Wir sind dankbar für jeden Tipp. Ruft uns an, schickt uns eine E-Mail, whatever. Genau, also wie gesagt, ein Aufruf an euch Viewer, wenn ihr was wisst. Halle oder sonst was. Ja, so, wir gehen die Fragen jetzt aus. Ich denke mal, das würde auch reichen jetzt erstmal. Dann herzlichen Dank. Nee, ich danke euch, ich danke allen. Nein, wir danken dir. Ich danke auch vor allem, das muss ich jetzt dann doch erwähnen, weil wir sind ziemlich stolz drauf. Ich hoffe, wir schaffen es noch. Stand, wie viel Uhr haben wir? 14.30 Uhr haben wir 995 Gäste. Gestern und heute zusammen und fehlen noch 5 Gäste, um die magische Zahl von 1.000 zu erreichen. Leider ist es ja nicht live, sonst würde ich dazu aufrufen, aber ich bin sicher, wir schaffen die 1.000 noch und da möchte ich mich wirklich bedanken bei jedem Einzelnen. Wir hatten Gäste aus Berlin, aus Hamburg, aus Wien, die trotz der schlechten Wetterverhältnisse hierher gefahren sind und das bedeutet uns auch sehr viel, denn irgendwo deute ich das mal so, dass irgendwas hier richtig läuft und die Leute deswegen 6 Stunden Autofahrt auf sich nehmen und dafür möchte ich mich schon bedanken, denn ich weiß, als Paintballer lebt man eh auf der Autobahn und dann nochmal hierher zu fahren, danke. Ja, dann, wie gesagt, auf einen schönen Tag noch und möge El Diablo mit uns sein. Tschüss.